Hallo Leute, es ist wieder der Law Coach. Law, the Law of Attraction, das Naturgesetz der Anziehung, was du selbst aussendest mit deinen eigenen völlig frei gewählten Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen, das bekommst du in entsprechender Form zurück. Was du siehst, das wirst du ernten. Doch die meisten Menschen erkennen nicht das, was sie ernten, als Eigenproduktion. Sie glauben an zufällig positive Dinge, zufällig negative Dinge. Die meisten Menschen üben und haben eine Paranoia aufgerissen. Schau dir die Welt an, wie viel Steuergeld für Waffen und Sicherheit ausgegeben wird. Dann siehst du, wie sehr die Paranoia, die Angst umgreift in unserem Mindset, in unserer Gesellschaft. Dir muss klar sein, nahezu jeder Mensch ist paranoid. Von klein auf werden wir dazu erzogen, zu Paranoia. Und wir werden erzogen zum Glauben an Gut und Böse. Das ist schon eine Paranoia. An das Böse glauben ist schon eine Paranoia. Doch es geht noch viel, viel feinfühliger, wenn du glaubst, dass sich ein anderer Mensch negativ beeinflussen kannst, hast du schon Paranoia. Oder wenn du zulässt, dass dich Menschen negativ beeinflussen, hast du Paranoia. Die meisten Menschen werden jetzt so sagen, ja, aber der hat mich geschimpft, der hat mich belogen und betrogen. Darum habe ich negative Emotionen. Und ich sage dir, nein, du hast negative Emotionen, weil du den anderen Menschen die Macht gegeben hast, dich negativ beeinflussen zu lassen. Du nimmst das, was andere denken, wichtiger als was du selbst denkst. Doch wir sind umgeben von denkenden Menschen. Niemand wird nur Menschen finden, die dasselbe denken wie er selbst. So, lass die Menschen einfach denken, was sie wollen. Und reden, was sie wollen. Es muss dich nicht negativ beeinflussen. Nur wenn du dich emotional an sie hängst, hängst du wie der Hund an der Leine an ihnen. Du bist der Hund, der an der Leine deiner Mitmenschen hängt. Wenn du dich positiv oder negativ beeinflussen lässt von deinen Mitmenschen. Es ist gar nicht dein Job, dich um das zu kümmern, was andere denken und tun. Es ist dein Job, dich um das zu kümmern, was du denkst, glaubst und fühlst und tust. Was du selbst aussendest, ist der entscheidende Faktor, nicht was andere Menschen um dich herum aussenden. Es ist dein Job, dich gut zu fühlen. Es ist dein Job, in Harmonie und Einklang mit deiner Quellfrequenz zu sein. Es ist nicht dein Job, dich darum zu kümmern, was andere denken und tun. Kümmerst du dich darum, was andere denken und tun, dann ist das eine Form von Paranoia, die du aufgerissen hast. Du erkennst dich nicht mehr selbst in deiner persönlichen Realität, sondern du gibst anderen die Macht, deine
dich selbst aus deiner Mitte zu reißen, dich selbst aus deiner Harmonie mit deiner Quelle zu reißen. Von Natur her haben sie nicht diese Macht. Du gibst sie ihnen. Wenn du dich befreien willst von dieser Massenparanoia, die um sich gegriffen hat, wenn du stabil in deiner Schwingung sein willst, in deiner Harmonie mit dir selbst, in deiner Selbstwertschätzung, in deiner Selbstliebe, in deiner Selbstharmonie mit deiner Quellfrequenz, dann melde dich bei mir. Ich helfe dir gerne, die Paranoia mehr und mehr loszulassen, dich nicht mehr negativ oder positiv so sehr beeinflussen lassen von deinen Mitmenschen. Entscheidend ist, was du selbst über dich denkst. Du brauchst keine Befürworter. Du brauchst niemanden, der was dich kritisiert. Du brauchst dieses Feedback deiner Mitmenschen gar nicht. Wichtig ist, das Feedback zu deiner Quellfrequenz aufrecht zu erhalten, dich zu öffnen, indem du eine Viertelstunde am Tag meditierst, zu öffnen für deine Quellfrequenz. Hol dir da das Feedback für dein Leben. Das ist das entscheidende Feedback. Fühlst du dich gut, dann bist du in Einklang mit deiner Quellfrequenz. Lass du dich rausbringen von anderen, dann bist du nicht mehr in Einklang mit deiner Quellfrequenz. Du hast eigentlich dir selbst und anderen gar nichts zu geben. Du entfernst dich von deinen Träumen, du entfernst dich von deinen Wünschen, du entfernst dich von den Dingen, die dir wichtig sind, wenn du das, was andere denken, wichtiger nimmst als das, was du selbst denkst und fühlst. Es gibt keinen Kampf im Leben. Niemand kann dir deine Gedanken einpflanzen. Aber du kannst anderen die Macht geben, dich negativ beeinflussen zu lassen. Das ist eine Form von Paranoia. Löse dich davon. Gerne helfe ich dir dabei, dich von der Paranoia zu lösen. Dass dich vom Glauben, dass dich andere Menschen negativ beeinflussen könnten. Denn sie können es nicht, wenn du ihnen die Macht nicht gibst dazu. Melde dich bei mir. Ich coache dich gerne ein paar Wochen, damit du dich befreien kannst von dem, was andere denken. Ciao.